Also ich bin ja hier jetzt in Venezuela und so, und darum wollte ich halt in Deutschland meine Krankenversicherung kündigen bei der HEK. Aber die sträuben sich so ein bisschen dagegen, weil sie mir nicht glauben wollen, dass ich hier bin, und machen da irgendwie jede Menge Probleme. Die wollten halt erst eine Kopie von meinem Flugticket. Hallo, ich bin von der HEK, und wenn Sie Ihren Vertrag bei uns kündigen möchten, dann müssen Sie mir aber bitte mal beweisen, dass Sie entweder andersweitig versichert sind oder dass Sie im Ausland sind. Ich hätte dann gerne mal eine Kopie von Ihrem Flugticket, ja? Nee, ich habe ein elektronisches Ticket, das kann man nicht kopieren. Nee, ich will aber eine Kopie von Ihrem Flugticket haben, bitteschön. Ich kann Ihnen die Buchungsbestätigung von meinem Flugticket geben. Nee, Flugticket, muss das Flugticket sein? Ich habe kein Ticket. Ja, ist mir auch egal, ich möchte aber trotzdem bitte eine Kopie von Ihrem Flugticket haben, ja? Können Sie mir das mal bitte rübermailen? Ja? Die geben mir so ein Ticket im Flughafen. Ich gehe da nur mit meinem Reisepass hin, die geben mir das Ticket, und wenn ich in den Flieger steige, dann nehmen sie es mir wieder ab. Und was übrig bleibt, ist der Boardingpass. Da steht nur Flugnummer und Sitznummer drauf. Ja, okay, dann machen wir das anders. Dann möchte ich gerne einen Beweis haben. Das können Sie sich dann selber schön bitte überlegen. Einen Beweis haben, dass Sie im Ausland sind, ja? Ich kann Ihnen die Nee, Buchungsbestätigung von meinem Ticket geben. Buchungsbestätigung reicht mir dann nicht, weil ich glaube, dass Sie kaufen ein Ticket und dann fliegen Sie aber nicht damit, weil Sie kaufen das Ticket nur für mehrere hundert Euro, um Ihre Versicherung kündigen zu können. Das glaube ich Ich nämlich. habe eine Idee. Ich könnte Ihnen ein Foto von meinem Touristenvisum schicken. Da ist das Datum meiner Einreise drauf. Ja, aber Ihr Touristenvisum? Nee, das glaube ich Ihnen nämlich auch nicht. Das könnte ja auch irgendwie gefälscht sein. Und außerdem ist das ja auch nur über 3 Monate. Und es könnte ja sein, dass Sie dann zurückkommen, wenn das abläuft. Also, nee, ich ignoriere mal, dass Sie mir das geschickt haben und tu einfach so, als würde ich immer noch auf einen Beweis warten. Ja? Sind Sie, ja, ist mir auch egal, ob Sie mit damit einverstanden sind, weil wir bei der HK machen Ihr das habt aber auch so. echt kein Vertrauen in mich, ne? Wie wär's? Und außerdem möchte ich noch ein Eis haben, bitteschön. Ich mag nur Vanille. Das heißt Vanille. 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 Wie wär's, wenn ich einfach ein Video von meinem Reisepass drehe, okay? Da zeige ich euch meinen Namen, Gültigkeitsdatum, Reisepassnummer und dann den Stempel von der Einreise ins Land, okay? Und dann zeige ich einfach, dass eben kein Ausreisestempel vorhanden ist. Wie wäre das? Ja, Herr Kettenhemd, Sie haben mir ja ein Video geschickt von Ihrem Reisepass, aber das kann ich ja leider nicht drucken. Also schicken Sie mir mal bitte eine Fotokopie Ihres Passes und vielleicht gebe ich dann Ruhe, aber auch nur vielleicht. Okay, ich schicke euch Fotos, ja? Fotos von meinem Reisepass. Dalle jetzt, los. Jetzt hier, komm, mach eine Fliege. Hau ab, So redet man aber nicht verschwinde, mit ey. seinem Komm, lass mich in Ruhe, ja? Versicherungsberater. Also, ich lasse Ihnen das nochmal durchgehen, weil ich kann ja sowieso nichts machen. Sie sind ja im Ausland. Ey, wir reden hier jetzt schon seit Monaten. Ihr geht mir mittlerweile echt auf meine Glaube Kochonis, ich. ja? Dann gehe ich jetzt. Tschüss. Hi, Kayo. Die Brille hier ist übrigens neu. Die hat Chavez mir geschenkt. Die war zu 100% gratis für mich. Das ist der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, Leute. Das ist, wovor die Welt Angst hat. Deswegen brauche ich hier nämlich auch keine Krankenversicherung. Außerhalb von Venezuela fragen die Leute sich ja immer, ja, was macht der Herr Chavez mit seinem ganzen Ölgeld und so. Und ja, das ist, was er macht, ne? Er hat mir eine Brille geschenkt. Dann war ich heute da, wo der TV-Kanal entsteht, bei dem ich arbeiten werde, um mal ein bisschen was aufzunehmen, was zu zeigen. Habe ich auch noch mit dem Herrn Präsidenten des Kanals gesprochen. Hi, ich bin hier gerade in meinem zukünftigen Arbeitsplatz, und zwar da, wo der Fernsehkanal entsteht. Jetzt im Moment stehe ich hier gerade an der zukünftigen Rezeption, und hier
Da wird die Regie drin sein. Hier der Regieraum. Und dahinter das Studio. Hier ist gerade die Kulisse einer Baustelle aufgebaut. Ich bin hier mit dem Präsidenten des Kanals und der möchte noch einen kleinen Gruß nach Deutschland senden. Hallo, HEK. Estamos en Venezuela. Perfekt.